Der New Yorker Zuccotti Park, abgeriegelt durch die Polizei. Wütende Demonstranten wollen ihren Platz zurück. Doch daraus wird vorerst nichts. Ein Richter hat entschieden, dass rechtens war, was vergangene Nacht hier geschah. In einer gezielten Aktion räumen hunderte Polizisten in Kampfausrüstung das Protestcamp, reißen Zelte ab, nehmen annähernd 200 Demonstranten fest. Offizielle Begründung für die Räumung: mangelnde Hygiene und Brandgefahr. Am Morgen tritt New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg vor die Presse. Es gibt keinerlei gesetzliche Unklarheiten. Unsere Verfassung schützt das Recht, die eigene Meinung zu sagen, aber nicht im Park zu schlafen. Der Zuccotti Park nach der Säuberung. Die Aktivisten von Occupy Wall Street noch Stunden nach dem Polizeieinsatz schockiert. Das war gewalttätig. Es war eine ganz große Menge von Polizisten. Mindestens 2000, 3000, zehnmal Leute, Polizisten wie die Leute in dem Park selbst. Und die haben mit Billyclubs geschlagen, die haben Tränengas benutzt. Dann setzt sich ein Protestmarsch in Bewegung vom Finanzviertel in Richtung Soho. Sie geben nicht auf, sagen die Demonstranten, und beraten gemeinsam, wie es weitergeht. Ihr Protest, so will es die Mehrheit hier, soll friedlich bleiben. Zurück zum kleinen Grünstreifen nahe der Wall Street, der Ursprungsort der Bewegung, nun streng bewacht von der Polizei. Der Park geräumt, viele Anwohner sind erleichtert. Es hat gestunken, die waren sehr laut, es war ein hässlicher Platz. Jetzt ist er sauber und gehört wieder uns allen, das ist toll. Immer wieder droht die Lage zu eskalieren, Gerangel zwischen Demonstranten und Polizei und Festnahmen. Möglicherweise brachte der Druck der Straße vor einer Stunde die überraschende Wende. Die Demonstranten können doch wieder zurück in den Park. Allerdings, ihre Zelte dürfen sie dort nicht mehr aufstellen. Am Ende dieses turbulenten Tages ist klar, New Yorks Bankenviertel kommt so schnell wohl nicht zur Ruhe.